schon die Gänsehaut, die mich nur noch verkauft. Oh, ich? Weißt du, Schmack? Das ist Auto, ne? Das ist wie bei Robin Hood. Und was hat er gemacht in deinem Land? Er hat nichts anderes gemacht. Er hat uns gerade noch auf die Spur zu Feind geführt. Als Land. Ihr bringt mir nicht ins Grab. Ja? Neu ganz im Gegenteil. Das ist nämlich das, nicht das gut, man abschließt, ausbringt. Das ist nämlich das, mal Aktien für die Nerven, mal Aktien für den. Wie schlimm ist immer das? Das interessiert mich nicht. Langsam geht's ja schon wieder. Ja? Ich schätze alle Gewerbe. Ich schätze alle Gewerbe. Ich sind die Nerven. Ja? Früher hat es mir gekostet, bevor das der Tod ein Scheiben, weil ich vor die Scheibe dich gedreht hätte. Weil das ist nämlich etwas Faires auf der Welt. Ne? Komm du mir bloß einmal hin. Und zwar immer dran denken, bevor die Scheide dich tötet. Das muss doch einen Grund haben. Ne? Es könnte auch so sein. Ein bisschen Pessimismus. Das ist Realität. Bei dem fällt alles möglich ein. Ne? Und zwar noch bevor die Scheide dich tötet. Weil die Weiber gehen, die kommt keiner mehr rein. Deutschland ist doch, du musst mich noch selber realisieren. Das ist sein Problem. Ich komme rechtzeitig. Also immer dann denken, und zwar noch bevor die Scheide dich tötet, weil Heckler dehnt sie auf und dann hängt sie wieder an den Stuhl ihrer Männer. Ja, weil die Weiber, das ist nämlich etwas Gefährliches auf der Welt. Kommt schon. Ja, das ist nämlich etwas Gefährliches auf der Welt. Ist das gefährlich? Ja, ja. Auch ganz gefährlich. Ja? Ja. Das ist nämlich etwas Gefährliches auf der Welt. Also immer dran, ja, dran, ja. Und zwar noch bevor die Scheide dich tötet. Ja, es ist so, weil das ist nämlich etwas Gefährliches auf der Welt, wir leben. Wir leben gut. Wir leben gut. Aber nur solange du lebst. Aber du lebst. Sei mir lebst du nämlich die Scheidung. Ja, die Scheidung hast du. Gerade mal noch überleben. Nur die Scheide nicht, weil die Scheide überlebt. Das ist etwas Gefährliches auf der Welt. Ja, immer dran denken, wenn ihr was nicht passt. Und es könnte auch so sein. Gut, ich bin jetzt noch. Wenn es sobald ihr nicht passt, dann kommt keiner mehr rein. Lauf es gut, nichts mehr. Weil die sucht sich aus. Ja? Ja? Alles schon da gewesen. Und zwar noch bevor die Scheide dich tötet. Da wärst du nicht der Erste. Mit Kraft und Raffinesse nicht. Ja, wie wird es tun? Ja? Ja? Da wärst du nicht der. Aha! Da wärst du nicht der Erste. Ja, sag mir doch was. Es könnte auch so sein, das sollte so sein, und das muss so einen Grund haben. Aber die Weiber gehen ja. Hey, da sehen sie nämlich auch, das ist. Ne? Da hängen sie nämlich wieder an den Stuhl ihrer Männer. Ja? Das ist. Ja? Und die Weiber suchen sich aus, weil das ist nämlich etwas Gefährliches auf der Welt. Ne? So lange haben sie gesehen. Also, es ist etwas Gefährliches, psychisch gefährlich. Ja? Ja. Ich hab mal 25 Meter. Ja. So sieht es aus, Hechler, den sagen sie wieder an Sturm ihrer Männer. Ja. Immer dran denken, und zwar noch bevor die Scheide nicht wählt.